Moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu Juggler's Tale. Wir sind gefangen. Och Mann. Okay, lass mal gucken. Komme ich hier raus? Zack. Springen vielleicht? Springen ist nicht. Naja, jedenfalls nicht genug. Inzwischen solltest du es besser wissen. Ich rede dir wohl nicht genug ins Gewissen. Abby. Ja. Was hast du nur wieder angestellt? Ich weiß es Denkst nicht. Du immer noch, du wärst ein kleiner Held? Ich weiß es nicht. Gelernt hat unsere Abby nichts. Ist undankbar obendrein. Weiß immer alles besser, so hat es den Schein. Nun, Abby hat ihr Schicksal offenbar selbst gewählt. Doch es ist das lang erwartete Ende, was wirklich zählt. Die Flammen verbreiten sich rasend schnell. Oh. Selbst die Ratten fürchten um ihr Fell. Oh nein. Am Ende kommt alles, wie es kommt. Schaut auf eure Helden. Oh nein. Mit all ihren Flausen. Ist weh. Was soll das? Lass los. Nein. Hör auf damit. Was? Zappel nur, Abby. Nun ist's bald wirklich aus. Bedauerlich, Abby, dass du nicht mal jetzt zur Einsicht kommst. Die Freiheit macht dich nicht lächerlich. Es ist vorbei. Lass los, benimm dich. Der Zirkus war ihr Heim und umsorgt sie mit Speisen. Und dennoch brach sie aus zu gefahrvollen Reisen. Als letzte Chance, du wirst es bereuen. Ja, ja, Abby, ja, ja. Siehst du das? Lass sofort ja. los. Ja. Nein, unmöglich. Doch. Doch. Oh. Das Kapitel ist vorbei. Sie ist ihre Fäden los. Sie ist die Fäden los. Ist das gut? Nee, weil Widerstand. Akt 4. Ist das gut? Also ich verstehe, warum sie ihre Fäden loswerden will, aber... Wie es wohl weitergeht. Hm. Wir, Abby, ihr wollt bestimmt wissen, wie es weitergeht. Ja. Moment. Abby lag... ja, Moment. Habt Geduld. Okay, also... Abby lag und dann? Was wohl jetzt passiert, wollt ihr wissen? Ja, sie... Was wohl passiert? Hm. Die Guteste hat keine Fäden mehr. Sie ist auf sich gestellt. Okay, gut. Abby richtete sich mühsam auf und fand zurück zum... fand zurück in ihren Lauf. Doch die Welt um sie herum, sie war zerrüttet und sie war zerrüttet, weil so lange schon der Krieg hier wütet. Ja, genau. Ein Krieg ist über das Land gezogen, weil sich irgendwelche Länder nicht vertrugen. vertrugen. Wie ein dummes Kind läuft sie voran, weil sie es nicht lassen kann. Nein. Oh nein. Diese Anspielung auf Krieg tut mir leid. Das ist vielleicht nicht gerade passend. Kannst du da was nehmen? Sie ist Doch, ihre Fesseln los. Der Krieg um sie... Erbarmungslos. Die Asche kalt, der Schaden groß. Hm. Sie kommt aber ganz gut voran, ne? Also auch ohne ihre Ketten. Ja, da ist nochmal der Beweis, dass wir keine... Oh nein, was ist das hier? Nein. Hm, also ich kann verstehen, warum sie ihre Fesseln loswerden wollte. Aber es ist ja auch ein bisschen so, dass ihr der Puppenspieler immer wieder geholfen hat, ne? Banditen und Krieger haben alles kurz und klein geschlagen. Noch dem kleinsten Bauern ging es an den Kragen. Mit brutalem Geschrei haben sie alles niedergefegt. Zurückbleiben Köpfe auf Speeren und nichts, das lebt. So. Geht das? Reicht das? Ist das nötig? Nee, guck mal, da steht doch auch eine Leiter. Könnte ich die nicht verwenden?
Ach, da oben geht das runter. Ach so, okay, deshalb muss ich das machen. Kann ich nochmal? Kann ich? So. Aber reicht schon, ne? Ja, reicht schon. So, da oben geht das runter. Ich nehme an, da rechts müssen wir rüber, ne? Springen ist keine gute Idee. Aber wir können hier rüber. So. Okay, das hat funktioniert. Ach, und dann, ja, ich sehe es. Okay, alles klar. Nee, so muss ich das machen. Gut. Okay. Okay. Oh, ich, ja, hat funktioniert. Alles klar. Okay, so, daran. Runter. Könnte schon reichen, ne? Naja, okay. Ja, gut, reicht. So, und jetzt aber hüpf. Bisschen tiefer. Und dann schaukeln. Ja, so. Und hüpf. Oh, aber gerade eben. Na gut. Verkriech dich nur. In dieser Welt gibt es kein Entkommen. Das werden wir noch sehen. Das werden wir noch sehen. Da geht's hoch. Wow. Ach du Wild vor Zorn grüllt Tonda der Tyrann. Keiner da, der dich noch retten kann. Unbezwingbar, in tosender Wut, funkelnde Augen, glimmen wie Glut. Geht in die Falle, wohin sie auch läuft, dumm dreistes Mädchen, das sich selber täuscht. Das mag sein, aber... Oh. Lass deine Finger von Dingen, die du nicht verstehst. Okay, das funktioniert. Cool. Um sie rum die Welt. Ein Raub dir Magen. Gib dich ihm hin und Schluss mit den Qualen. Wo geht's jetzt lang? Oh, in eine Wüste. Oh, nee, da ist die See. Sehen wir doch immer. Guck mal, wie das hier aussieht, ey. Oh, Alter. Alter. Wie detailreich die das hier hingekriegt haben, ne? Hüpf. Komm ich da oben hin? Nee. Müsste ich da oben hin? Er kommt dich zu holen. Mit schallenden Schritten. Längst ist es zu spät, ihn um Gnade zu bitten. Du kannst ihm nicht entkommen. Das wollen wir doch mal sehen. Okay, da oben muss ich offensichtlich ran, ne? Kann ich auch drunter durchlaufen? Kann ich. Und ich kann das hier nehmen. Okay, aber was bringt mir von das? Von links nach rechts. Nach links und wieder rechts. Reicht es nicht langsam? Weiß ich nicht. Ich bin mir nicht sicher, was ich tun soll. Hi. Ich bin mir nicht sicher, wo es weitergeht. Er kommt da nicht weiter, ne? Hüpf. Ah, nee, das hat nichts gebracht. Okay. Er kommt da nicht weiter, aber wenn ich hier lang gehe, da kommt er weiter. Das ist nicht gut. Ah, so. Verstecken spielen? Ja, nee. Okay. Also hier kommt er wohl da unten lang. Das ist richtig. Aber sobald ich hier, er klettert da wieder hoch. Gut, was soll ich also hier mitmachen? Ich würde nach oben kommen. Wenn ich nur schnell genug bin, kann ich vielleicht auch da unten drunter durchlaufen. Wird dir nicht langweilig? Nö, ehrlich gesagt noch nicht. Hi. Oh, das war nicht gut. Oh, das war gar nicht gut. Ah, okay. Jetzt läuft er da oben entlang. Mist. Merkst du nicht langsam, dass du immer wieder um den gleichen Steg herumläufst? Das bringt dir nichts. Tja, da oben müssen wir hin. Die Frage ist, wie kommen wir dahin? Muss ich das Ding da wiederholen, die Kiste? Du kommst hier nicht weiter, das ist gut. Das ist sehr fein. So, ich schieb den schon mal dahin, solange er nicht weiß, wo es lang geht.
Oh, er schiebt die Kiste wieder zurück. Das ist aber nicht nett. Okay, dann kommen wir hier rüber. Ja, ganz genau so. So, dann können wir die Kiste schon mal ein Stückchen weiterschieben. Ob es was bringt, weiß ich nicht. Was war das da unten am Bildschirmrand? Jetzt geht er hier lang, ne? Tonner macht dem Spiel ein Was? Ende Nein! und fängt das Kind in Nein! starken Händen. Ach, jetzt komm schon. Das ist. Nee, das war nicht in Ordnung. Okay, so. Er kommt dich zu holen mit schallenden Schritten. Längst ist es zu spät, ihn um Gnade zu bitten. Du kannst ihm nicht entkommen. Ja. Das wollen wir erstmal sehen. Also so nicht. Ich muss ihn da oben auf jeden Fall durchlassen, ne? So, und da Von hoch. Nee. links nach rechts, nach links und wieder rechts. Reicht es nicht langsam? Okay, so. Die ziehe ich jetzt hier rüber. Ich gehe mal da hoch, dann geht es leichter. Schieben ist, glaube ich, ein bisschen einfacher, ne? Kann das sein? Du willst Verstecken spielen? Nur Ja. zu. So, wie komme ich da oben hin? Jetzt macht er das da. Ne, ich gehe wieder ein Stückchen vor, ne? Nicht, dass er mich da am Ende doch noch erwischt. So, aber wie kriege ich das denn jetzt hin? Muss ich einfach nur schnell sein? Kann das sein? Na, komm schon raus. Wird dir nicht langweilig? Nö, ehrlich gesagt nicht. Ich könnte ihn natürlich. Oh, ich könnte ihn auch auf der Seite einsperren. Er braucht ja eine Weile. Okay. Warte mal, dann machen wir das mal so. Ah, okay. Mist, jetzt schiebt er die wieder zurück. Merkst du nicht langsam, dass du immer wieder um den gleichen Steg herumläufst? So. Das bringt dir nichts. Okay. Dahin. Die schiebe ich schon mal zurecht. Nee, bleib mal hier. Okay, cool. Das ist sehr wenig Zeit, die ich da drüben hätte. Okay. Das ist sehr, sehr wenig Zeit. Okay, ich warte da, bis er da wieder runterspringt. Jetzt. Oh, das ist sehr eng, sehr eng. Nein, Tonner macht dem Mist. Spiel ein Ende und fängt das Kind mit starken Händen. Ich könnte natürlich auch auf der anderen Seite, auf die andere Seite locken. Das ist vielleicht die Idee. Warte, warte, Er kommt warte. dich zu Ja. holen mit schallenden Schritten. Längst ist es zu spät, ihn um Gnade zu bitten. Ist auch nicht Du kannst nötig. ihm nicht entkommen. So. Okay. So, jetzt würde ich die gerne. Was macht er da? Von links nach rechts, nach links und wieder rechts. Reicht es nicht langsam? So. So stelle ich mir das vor, dass er da möglichst auf der anderen Seite runtergeht. Dann haben wir ein bisschen mehr Zeit. So, genau, das macht er. Cool. Nein, das war zu früh. Okay, ich schieb die Kiste schon mal Du willst dahin. Verstecken spielen? Hör Ja. nur zu. So, verstecken. Mist, jetzt schiebt er die Kiste wieder zurück. Ah, na gut. So, komm mal hier hinten hin. Ja. Komm her, komm. Komm, Dickerchen. Jawohl. So, und wir machen uns Na, jetzt komm schon hier. raus. Das hat gar nichts Wird dir gebracht, nicht ne? langweilig? Okay. Dann springt er da wieder runter. Toll. Müsste ich erst auf der anderen Seite das Ding da lösen? Weiß ich nicht. Aber das dauert Merkst zu du lange, nicht ne? langsam, dass du immer wieder um den gleichen Steg herumläufst? Nee. Wer nicht hören will, muss spüren, wohin ihn seine Flausen führen. Also gut, probieren wir es nochmal.
So, hier. Er kommt dich zu holen, mit schallenden Schritten. Längst ist es zu spät, ihn um Gnade zu bitten. Du kannst ihm nicht entkommen. Was ist denn, wenn ich die Kiste hier lasse, weil der Weg von da hinten ist zu lang? So, jetzt schnell weg. Von links nach rechts, nach links und wieder rechts. Reicht es nicht langsam? Halt. So, nee, bleib ruhig nochmal hier. Okay, super. So, und jetzt geh mal darüber. Na komm, schieb die Kiste nicht zurück. Das ist super. So, er geht da runter, cool. So, vielleicht reicht das jetzt. Ja, das hat gereicht, cool. Das hat gereicht, yeah. Diese verdammten Fäden. Ja. Na los. Ist schon blöd, ne? Ist schon blöd, Fäden zu haben, aber hey, wir haben es geschafft, yeah. So, jetzt hier hin, gut, gehen wir da hoch und dann da hoch und dann lassen wir das Boot zu Wasser. Bleib stehen! Nö. Du Feigling! Komm zurück! Was? Ein kläglicher Versuch, der sie... Ja. Fahr nur weiter. Ja. So. Was? Ah, ihr denkt, das war's schon? Weiß ich nicht, was das? Meine Welt folgt meinen Regeln. Mhm. Schaut das Meer an. Wie ruhig. Auf der See liegt Abby sich in Sicherheit. Doch hält er schon Gefahr bereit. Na. Was kommt jetzt wieder für eine Schweinerei? Im Auge des Sturmes. Im Auge des Sturmes herrscht eisige Stille. Dann folgt auf die Ruhe der. Die Zerstörungswelle. Mit grober Gewalt tobt die Natur. Vom rettenden Ufer keine Spur. Oh nein, guck mal, Wirbelstürme. Gleich zwei. Oh, was ist das? Erbarmungsloser Wasserschlund, in dem schon manches Boot verschwand. Ja. Aber was muss ich da machen? Wie komme ich da drum rum? Komme ich da drum rum? Keine Chance für unsere Abby. Sie muss wohl oder übel umkehren. Nee. Und Tonga ins Netz gehen. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Immer in die Tiefe gerissen. Das probieren wir jetzt mal. Und oh. Im Zirkus war sie jemand. Doch auf dem Boden des Meeres wird sie für immer vergessen sein. Okay, also das funktioniert nicht. Okay. Ich muss irgendwie da wieder rauskommen, ne? Ein erbarmungsloser Wasserschlund, in dem schon manches Boot verschwand. Keine Chance für unsere Abby. Sie muss wohl oder übel umkehren. Das kommt nicht in Frage. Das kommt nicht in Frage. Wir lassen uns einfach mitnehmen. In die Tiefe gerissen. Okay, so. So, guckst du, so hat es funktioniert. Ausgetrickst. Hui, oh. Wir haben nicht genug. Oh nein. Okay, doch hat funktioniert. Und hinterlich gelingt es Abby, meine. Den Naturgewalten vorerst zu trotzen. Ja. Sie muss den Schrecken am eigenen Leibe erfahren. Oh. Kann nicht entrinnen, der grausamen Banditenscharen. Siehst du es jetzt ein? Was habe ich gesagt? Dein Schicksal war längst besiegelt. Okay. Müssen wir die in den Strudel locken? Das wäre, glaube ich, das Beste, ne? Sie muss den Schrecken am eigenen Leibe erfahren. Da kommen sie. Kann nicht entrinnen der grausamen Banditenscharen. Sie windet sich vergebens wie der Wurm am Angelhaken. Ein schwächlicher Schwächling in Fängen der Starken. So, und jetzt raus? Nein,
Doch, schnell, mach. So. Na, kommt. Oh, ich hoffe, es reicht. Ja, es reicht. Yeah. So, jetzt ist er für einen Augenblick ruhig. Ich hoffe, lange genug. Nein! Doch. Das ist nur ein kleines, erbärmliches Mädchen. Ihr verdammten Idioten. Ja, von wegen, ey. Weg mit euch! Und ihr, glaubt ihr immer noch an sie? Mhm. An dieses kleine, einfältige Ding? Witzbold. Scheint, als ob du langsam Angst vor ihr bekommst. Meine Welt hat mehr zu bieten als einen Orkan und ein paar Banditen. Das wirst du bald erfahren. Das nur weiter. Immer weiter. Wir werden schon sehen, wie weit du noch kommst. Es räumt sich ja gar nicht mehr. Wie kommt das? Hüpf. Siehst du diese Ruinen? Ja. Still liegen sie brach. Ein altes Volk erlebte hier die größte Schmach. Noch lange vor deiner Zeit haben sie aufbegehrt. Unzufrieden kannten sie nicht ihren wahren Wert. Sie lehnten sich auf, frustriert von ihrem Platz in der Welt. Nun bleibt nichts als ihre Geschichte, die man sich erzählt. Aber es ist doch voll schön hier. Ein riesiges Schwert steckt im Fels, alt und weit berühmt. Doch ob es mir nicht einfach nur als Ablenkung dient? Ein wundervolles Wiedersehen. Ein herzzerreißender Moment. Bloß schade, dass Tonda keinerlei Zurückhaltung hat. Oh. Also ich freue mich, den Wolf wiederzusehen. Aber das hier... Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Tonda euch erreicht. Seid doch so nett und macht es nicht schwieriger, als es sein muss. Wie gefällt dir das? Oh, komm schon, du kriegst es hin. Komm schon, du schaffst es. Du schaffst es. Also wirklich. Ja. Gut, das haben wir hingekriegt. Abby, wie soll das weitergehen? So geht doch keine Geschichte. Was kann ich hier machen? Ich muss ihn doch wohl nicht. Okay. Eine echte Heldin würde sich nicht einfach verstecken. Was soll das denn werden? Glaubst du, du kannst Tonda einfach so aus dem Weg räumen? Da, nimm dein Spielzeug zurück. Was machst du denn so lange da drin? So. Ich weiß noch nicht, wohin das führt. Keine Ahnung. Darüber komme ich wohl nicht, ne? Nein, ist viel zu weit. Aber, ach so, ich verstehe. Ja, okay, dafür brauchen wir das Ding. Okay. Nee. Warte. Hier. So. Dafür brauchen wir diese Lanze. Okay, so. Ich lege sie mal da drauf. So könnte schon reichen. Okay, jetzt der da. Zack. Genau. Und drauf. Mit ein bisschen Glück. Genügt das? Das genügt. Kommst du hier drüber? Sie kommt da drüber. Cool. Sehr cool. Das funktioniert. Aber wie jetzt weiter? Kommt sie an den... Kann sie an seinen Sachen da... An seinen Seilen da hochklettern? Das wäre verrückt, oder? Ich probier's mal. Nein, das funktioniert nicht. Nein, das funktioniert nicht. Okay, das funktioniert nicht. Zu schade. Aber es war schon irgendwie richtig, dass wir dieses Ding da drauf packen. So. Also bis dahin war noch alles in Ordnung. Abby? So. Abby, wie soll das weitergehen? Ja? So geht doch keine Geschichte. Wirst du schon sehen, doch. So, reicht. Darüber.
Können wir ihn auch losschneiden? Das wäre natürlich interessant. Aber dann jagt er uns nur, ne? Eine echte Heldin würde sich nicht einfach verstecken. Hm, klar. Nee, warte. Was machst du denn so lange da drin? Ach. Was macht sie denn so lange da drin? Das geht nicht. Ich kann aber dran ziehen. Nein! Ton! Was hast du da getan? Was hast du getan? Das wirst du noch bereuen! Schluss jetzt mit dem Unsinn. Okay. Komm raus, du kleine Nervensäge. Wie geht's weiter? Ich kann den Stab nicht mehr nehmen. Ich kann da auch nichts mehr dran zuppeln. Hier falle ich nur runter, ne? Ah, nee, warte mal. Ich könnte da rüberspringen. Kann ich nicht. Okay. Was hat uns das jetzt gebracht? Weiß ich nicht. So, dahin. Ich habe auch nicht ausprobiert, was passiert, wenn es da nach rechts weitergeht. Oh, okay. Ich hab's. Aber was machen wir denn jetzt? Dran fassen kann ich nicht. Hier kann ich auch nichts machen. Ha! Passiert ist, was passieren musste. Wir müssen von vorne beginnen. Na schön. Also gut. Dann nehmen wir dieses Ding erstmal so und legen das da drauf. Gut. Dann da hoch. Bis dahin war ja noch alles in Ordnung, ne? Eine echte Heldin würde sich nicht einfach verstecken. Ja. Erzähl du mal. So. Jetzt darüber. Und dem guten Tonda helfen wir jetzt. Warte. So, jetzt. Okay. Abby, gut, dahin. Abby, wie soll das weitergehen? So geht doch keine Geschichte. Halt! Nein! Tonda! Nee, warte, halt. Wieso? Jetzt. Okay. Was hast du da getan? Was hast du getan? Das wirst du noch bereuen! Das werden wir noch sehen. Mit dem Unsinn. Komm raus, du kleine Nervensäge. Okay, so. Können wir ihn da runterlocken? Ah, ja, können wir. Okay. Dann ziehen wir den hier wieder runter. Jawohl. Jetzt hoffentlich kann er da oben nicht mehr drauf springen. Wo ihm ein Faden fehlt. Hüpfer. Nein, das hat nicht funktioniert. Okay, nochmal. So, zack. Ich bin nicht weit genug gesprungen, ne? Na, schon gut. So, und hüpf. Na, siehst du, geht doch. So, ich hoffe, er kommt da nicht hoch. Nee, sieht gut aus. Okay, und jetzt lauf. Da. Okay, wo geht's da auf der anderen Seite runter? Oh nein. So. Hier sind wir erstmal relativ in Sicherheit, ne? Die Frage ist nur, wie geht's jetzt weiter? Kann ich irgendwas aufnehmen? Nee. Der kommt hier wahrscheinlich jetzt rüber, ne? Okay, hier geht's lang. Nein. Ah, schnell weg. Bist du das Versteckspiel nicht langsam leid? Schau mal, ich kann auch ungerecht spielen. Findest du? Kann ich hier den... Ich hab satt. Jetzt zeig dich endlich. Was kann ich da machen? Gar nichts kann ich da machen. Ich kann die Mauer nicht zum Einsturz bringen. Abby! Was ist? Raus. Ach, halt die Klappe. So, da... Hier schnell hin. Den Baum vermutlich absägen, ne? Schluss mit dem feigen Versteckspiel! Kann ich nicht machen. Geht nicht. Ich komme nicht schnell genug ran. So, nochmal. Haben wir denn hier hinten irgendwas?
Okay, so. Ich tue es nochmal. Zack. Mal gucken, ob uns das jetzt weiterbringt. Sie macht nichts. Sie geht nicht an die Säge heran. Aber warte mal, vielleicht muss sie das ja auch gar nicht. Keine Ahnung. So, da. Jetzt kommt sie. Nee. Okay, so. Sie springt hier nur. Ah, okay. Oh, shit. Das war's endlich mit Mist. Dir. Ah, so funktioniert das nicht. Okay, die Idee war gut. Spiel nicht langsam leid. Aber ich muss den. Ich kann auch ungerecht spielen. So, okay, schnell weg. Nur einfach von rechts nach links und so, ne? Okay, so. Ich hab satt. Genau. Jetzt zeig dich endlich. Okay, zack, da dran. Bist du jetzt unter die Holzfäller gegangen? Das wird dir auch nicht helfen. Ach, komm ich da ran? Nein. Passiert ist, was passieren musste. Okay, wir brauchen einfach nur mehrere Anläufe, ne? Sehe ich das richtig? So, ich probiere es nochmal. Die Idee war ja schon gut. Schau mal, ich kann auch ungerecht spielen. Okay. Bist du jetzt unter die Holzfäller gegangen? Das wird dir auch nicht helfen. So. Ich hab satt. Jetzt zeig dich endlich. Das kriegen wir schon hin. Braucht ein bisschen Geduld, aber kriegen wir schon hin. Abby, komm raus. Okay, so. Nochmal. So, jetzt kommt er wieder hier rüber. Cool. Schluss mit dem feigen Versteckspiel! Nein! Na also! Nein, ja! Nein. Ja! Was jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Ich komme da nicht weiter. Okay. Was jetzt? Wir kamen doch da auch noch hoch, ne? Was war denn da drüben? So, hüpf. Hier war doch auch noch irgendwas, ne? Was war hier? Hier kann ich aber nichts machen. Okay. Wo muss es stattdessen hingehen? Zip, hier auch nicht. Okay, wo möchtest du, dass ich jetzt hingehe? Doch, da unten irgendwo? Nee, hier ist nichts. Okay, was soll ich denn jetzt tun? Was stellst du dir so vor? Ah. Okay. Und nun? Ah. Scher dich weg! Darum geht es, ihn zu befreien. Weg! Ja. Weg von ihm, du! Weg! Ja. Nein! Ui. Du bist. Okay. Du bist tot, tot, tot! Das wollen wir erstmal sehen. Er kriegt dich. Er kriegt dich. Kann schon sein. Jetzt ist es aus mit dir. Kann schon sein, aber. Was ist das denn? Was ist das? Warum? Warum? Nein. Oh, meine Güte. Oh, nein. Die ganze Welt stürzt zusammen. Was jetzt? Was willst du von mir, ha? Huh? Da ist was Rotes, wo wir dran krabbeln können. Ich gehe erstmal hier entlang. So. Was können wir denn hier unten tun? Da auf die andere Seite rübergehen. Ah, nee, warte. Ich weiß, um was es gehen soll.
So, wir müssen die Steine auf ihn drauf fallen lassen. Kann das sein? Hier komme ich gar nicht mehr hin. Shit. Hier komme ich gar nicht mehr hoch. Du kannst dich nicht verstarren. Oh nein! Shit. Mist. Okay, kann ich hier irgendwas machen? Nee. Wir müssen ihn also dagegen knallen lassen, ne? Dass er sein eigenes Schicksal da besiegelt. Du kannst dich nicht verstecken. Du kannst dich nicht verstecken. Okay. So. Hier Donner unten. Am Mist. Ende gewinne ich immer. Okay, das muss ich wohl nochmal austüfteln. Aber Leute, ich mache jetzt mal eine kleine Pause hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Macht es gut. Tschüss.